Jetzt kommen wir zu einer Dame, auf die ich mich sehr freue, weil sie mir gestern Abend schon eindrucksvoll beschrieben hat, dass sie so passionierte Anwältin ist und dass sie ihren Job so wahnsinnig gerne macht. Und sie wird uns heute in ein juristisches Thema einführen, was hier, glaube ich, auf der Bühne so noch nicht existiert hat. Es geht darum, wie man mit Investoren umgeht, die Hotelbetreiber in der Krise betreuen. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Nicole Riedemann von Brockdorf Rechtsanwälte GmbH. Viel Vergnügen. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die netten Worte zum Einstieg. Tatsächlich haben wir ein sperriges Thema versucht, so zu verpacken, dass Sie sich angesprochen fühlen. Aber ich würde Sie gleich am Anfang mit auf die Reise nehmen, sich auf den Stuhl des Hotelbetreibers zu setzen, weil erst wenn Sie mit dieser besprochenen Betreiberkompetenz tatsächlich auch diese Brille, die rechtliche Brille sich aufsetzen, können Sie verstehen, was Sie hintenrum betreffen kann. Nicht nur jetzt aktuell, sondern was noch an Welle auf Sie zukommt, wenn dann tatsächlich der Hotelbetreiber in die Krise kommt. Zu mir selbst, ich bin Rechtsanwältin und Partnerin bei BBL in Potsdam, kenne die Brillen des Insolvenzverwalters, da komme ich ursprünglich her, habe also für den Insolvenzverwalter in übertragenen Sanierungen Hotelverträge aufgesetzt und verhandelt, bin dann auf die Gläubigerseite gewechselt, das macht mir deutlich mehr Spaß, sowohl die Gläubiger oder eben auch tatsächlich Gesellschafter zu beraten rund um die Krise, und so schauen wir uns das heute quasi wie so eine kleine Patientenakte an. Wir gucken uns also den Hotelbetreiber kurz an. Gar nicht so der Schwerpunkt aufs Unternehmerische, da haben ja sehr viele zuvor getragen. Da bin ich auch eher in diesen in den Rechtsfeldern die versierte Person für Sie. Wir kommen zum Spannungsfeld, weil das ist das, was hier dann betrifft. Was sind das für Auswirkungen, die Sie hier mitnehmen? Und dann tatsächlich die Diagnose Krise. Da gehen wir kurz in eine sehr intensive Folie zu Insolvenzantragsgründen und den Möglichkeiten der insolvenznahen Sanierung. Das können Sie dann zu Hause nachschmückern, weil ich glaube, in den 20 Minuten könnte ich mich darin verlieren. Und dann habe ich ein paar Lösungsansätze für Sie, mit denen wir dann am Ende hier vielleicht noch bei ein paar Fragen oder Austausch enden können. Ja, den Überblick, den hatten wir vorhin in mehreren Vorträgen ja besprochen. Was, glaube ich, allen das große Anliegen ist, hier auch rüberzubringen, diese fehlende Planbarkeit, die war in den letzten Jahren vorhanden. Und ich habe es jetzt aus den letzten Vorträgen mitgenommen, dass die weiter besteht. Da kurzes oder kleines Trostpflaster, diese rechtlichen Gegebenheiten, die ich hier mitgebe, das sind keine Eventualitäten, sondern die sind so. Es gibt rechtliche Risiken, es gibt rechtliche Haftungsthemen und das ist also nichts, was eventuell oder irgendwann mal auftauchen könnte, sondern bitte behalten Sie die im Hinterkopf, sowohl aus Sicht des Betreibers als auch aus Sicht des Hoteleigentümers oder Investors.